Herzlich willkommen! Ein frischer Wind weht uns ein nettes neues Projekt vor die Füße. Wir starten mit einer Runde Frostpunk und suchen uns ein neues Zuhause. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped. Pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. For those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Werden wir die letzte Stadt auf Erden auch ordnungsgemäß führen können. Ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen, aber alles hier ist eingefroren. Und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überleben. Genau das versuchen wir. Ich gebe mein Bestes, ich tue, was ich kann. Doch gleich am Anfang stellt sich mir die Frage, wenn ihr jemanden sucht, der das Ganze hier zum Erfolg führen soll, warum habt ihr dann mich gewählt? Fragen über Fragen. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Das tue ich, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Denn ich stehe jetzt hier wie das Schwein vom Uhrwerk und weiß nichts. Lasst uns mal mit der Angelegenheit vertraut machen. Was haben wir denn hier im oberen Bereich? Unsere Ressourcen. Kohle, Holz, Stahl und Dampfkerne scheint es da zu geben. Die rohen Nahrungsmittel und die Möglichkeit, Essensrationen zuzuteilen. Rohstoffe und Arbeitskräfte, Tutorial Übersicht. Du kannst die Kamera mit der Maus bewegen, während du die rechte Maustaste gedrückt hältst. Du kannst auch die Tasten WASD verwenden oder einfach den Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegen. Zum Vergrößern und Verkleinern benutzt man bla 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 bla. Das brauchen wir doch nicht. Rohstoffmanagement ist entscheidend für das Überleben in der Stadt. Du brauchst Kohle, um den Generator mit Strom zu versorgen. Holz und Stahl sind für Bau und Forschung notwendig. Dampfkerne sind ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude.
Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Na, schön zu wissen. Das können wir aber auch erst einmal schließen. Was haben wir hier unten? Der aktuelle Auftrag, scheinbar. Die Kälte bekämpfen, 200 Kohle benötigen wir. Und den Generator sollen wir einschalten. Die Zufriedenheitsanzeige unserer Bevölkerung. Und die Hoffnung. Die Hoffnung auf bessere Zeiten. Bauen, Gesetzbuch, Wirtschaft und hier die Arbeitslosenzahlen. Untätige Arbeiter, untätige Ingenieure und Kinder. Na, das machen wir aber nicht. Die bleiben mal schön zu Hause. Da wird nicht gearbeitet. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob ich das hier einfach so setzen kann, oder brauchen wir da bestimmte Plätze, wo das Ganze abgebaut wird. Stahltrümmer, Holzkisten, Holzkisten, Kohlehaufen. Aha. Ja, wie funktioniert's? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Arbeitskräfte werden Kohle gewinnen. Ja, da schickt mal jemanden hin. Weisen wir mal maximal 15 gehen. Oder dann knallen wir die jetzt mal voll hier. Maximal. Alles ranholen, was ihr da könnt. Hier auch noch Kohle, 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 Kohle. Ist das begrenzt oder ist das endlos? Oder hat der hier nur 500 Kohle drin? Ja, werden wir sehen. Ihr seid unterwegs. Obdachlos. Wie, was? Nein, Moment. Häuser bräuchten wir dann mal. Ja, wie funktioniert's denn? Bauen für die Bewohner hätte ich gern was. Speisehaus wandelt Rohnahrung in nahrhafte Mahlzeiten um. Eine Einheit Rohnahrung ergibt 2 Standard-Essensrationen. Aha, braucht Holz. Ja, dann sammeln wir doch mal ein bisschen Holz noch gleich nebenbei. Wäre nicht verkehrt. Hier Stahl könnte man noch ein bisschen was da sich zusammenklauben. Solange wir die Arbeiter haben, werden die zugewiesen. 5 noch übrig. Die bleiben auf Reserve. Tja, brauchen wir aber trotzdem noch ein paar Häuser. Einwohner, Zelte. Eine mäßig isolierte Unterkunft, in der 10 Personen schlafen können. 80 Stück sind obdachlos, 8 Stück müssen wir aufstellen. Wie klappt das denn aber mit dem Weg? Vorratslager. Ach so, hier sehe ich das. Produktion 180 pro Tag, 60 pro Tag und 40 pro Tag. Ah, jetzt ja. So langsam kommt's. Kapazität. Bisher wurden keine Rohstoffdepots gebaut. Kommt aber noch. Irgendwann, wenn ich weiß wie. Ja, wie darf ich denn jetzt hier die Wege bauen? Kann ich überhaupt selbst Wege bauen? Straße. Ah ja. Nehmen wir doch die. Oh, okay. Wie nicht möglich? Warum denn nicht? Was fehlt denn? Die lassen mich nicht Straßen bauen. Tja, da kann ich jetzt wohl nichts tun. Probieren wir auch mal mit Zelten. Workday ends. It's off time. Wenn du meinst, setz ich da mal welche dran? Kann ich die Straße verlängern? Ist das denn möglich? Auch wohl nicht. Dann mache ich was falsch. Ah, egal wie ich es ziehe, nicht möglich. Im Bau wartet auf Arbeiter. Wie viel braucht ihr denn dafür, um das fertigzustellen? Dieses Gebäude befindet sich im Bau. Dauert wohl so seine Zeit. Oh, hier hätte man das Ganze auch pausieren können. Schneller kann man es auch stellen. Schön zu wissen.
Was ist das denn jetzt schon wieder? Unterkunftsprobleme. Dach über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ja, der Meinung bin ich auch. Ich werde für einige Unterkünfte sorgen. Du hast 2 Tage Zeit, um 40 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Oder ich werde allen eine Unterkunft bieten. Du hast 2 Tage Zeit, um 80 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. 2 sind doch schon im Bau. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange das dauert, bis die fertiggestellt sind, die Hütten. Aber scheint recht fix zu gehen. Unzufriedenheit steigt. Mangel an Unterkünften. Bin doch schon dabei, das Problem zu beheben. Straßenbahn. Oh, da geht's. Ach so, das macht also Unterschiede. Aha. Weiß ich Bescheid. Straße da dran. Schön Kreis drumherum gezogen. Ja, so will ich's. Oh, schön macht ihr das. Straßen werden gebaut, Holz benötigt. Haben wir nicht. Sammelt mal welches. Aber zack, zack. Dringend benötigt. Die Hütten sind fertig. 2 Stück zumindest. Dann können wir doch weiter aufstellen. Ja, einmal hier die Hütten so drumherum aufgestellt, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ist das ein Fehler? Naja, wenn nicht, dann werde ich es ja später merken. Ja, wo bleibt denn das Holz? Scheint aber wirklich zur Neige zu gehen. Heizung ist ausgefallen. Der Generator ist deaktiviert. Die Leute haben Angst zu erfrieren, während sie schlafen. Vielleicht sollten wir den Generator zumindest nachts einschalten. Ja, natürlich. Hier heizt das Ding ordentlich. Schmeißt rein, was brennt. Was auch immer Wärme bringt. Minus 20 Grad. Frostig kühl. Ein Ratschlag, die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran. Die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Ja, ich werde das im Hinterkopf behalten. Wollte ich auch gerade sagen. Da spricht mir wer aus der Seele. Immer noch kein Holz. Sehe ich hier Uhrzeit? Ach ja, da. Freizeit. Oh, ach so. Einwohner. Genau, die Einwohnerung. Die Einwohner mit normalem Arbeitsschicht dürfen ihren Bedürfnissen nachgehen. Das finde ich jetzt aber nicht so fein. Da geht auch Zeit drauf. Hätte ich vielleicht nicht so viele Straßen bauen sollen? Und lieber erstmal hier ein paar Zelte. Wieso darf ich das jetzt wieder nicht auswählen? Oder steht das mir nur zur Verfügung, sobald ich das Material habe? Interessant. Kommt hier, gebt mir mal ein bisschen Gas. Schneller, an die Arbeit. Stopp! 18 Einwohner sind gestorben. Das sind aber keine guten Neuigkeiten. Gleich zu Anfang schon solche Probleme. Krankheit und Gesundheitswesen. Man kann die Zeit beschleunigen, indem man auf die Geschwindigkeitsschaltflächen links neben der Temperatur am oberen Bildschirmrand klickt. Du kannst auch Tastaturkurse bla 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 bla. Ja, wenn etwas Wichtiges passiert, verlangsamt sich das wieder automatisch. Habe ich gerade festgestellt. Vielen Dank auch für die Info.
Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden, die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eines von zwei Gesetzen unterschreibst. Das Gesetz Radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischen Einrichtungen zu behandeln, aber einige von ihnen werden als Amputierte zurückgelassen. Das Gesetz Lebenserhaltung erlaubt es dir, die Schwerkranken in Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf unbestimmte Zeit am Leben zu erhalten, aber unbehandelt. Ha, schwierige Entscheidung. Schwierig, schwierig, schwierig. Der Generator, Leute erfroren. Einige von unseren Leuten sind heute nicht aufgewacht. Sie sind ganz einfach im Schlaf erfroren, während sie draußen in der Kälte bei deaktiviertem Generator geschlafen haben. Das darf nicht noch einmal passieren. Wieso denn überhaupt? Wir haben das Ding doch angeschmissen. Außer Betrieb. Oh. Ach so. Muss ich auch noch selbst Hand anlegen hier? Ja, das muss man doch mir mal sagen. Schon sollte es wärmer werden. Verbrauch 144 pro Tag. Produziert 144 pro Tag. Ha. Naja. Edward Percy meldet sich. Wartet mal, nicht so schnell. Auf den Knechte, ein weiterer Tag sinnloser. Ja, gut. Bringt ihr mir jetzt hier mal ein bisschen Kohle wieder ran und ein paar Bretter? Wäre sehr fein. Essensrationen können wir euch noch nicht zuteilen. Kann die ganzen Gebäude nicht bauen. Tut mir leid. Würde ich gern, kann ich aber nicht. Hier wurde geredet von Gesetze unterschreiben. Schauen wir doch mal ins Gesetzbuch rein. Anpassung, finde Wege, um Hunger, Krankheiten und Apathie zu besiegen. Oh! Notfallschicht, Kinderarbeit, ungefährliche Arbeiten, Kinderheime, Friedhof, Entsorgung von Leichen, radikale Behandlung, Lebenserhaltung, Suppe, Zusatzstoffe und Kampfarena. Manchmal müssen wir uns auf Kosten von allem anderen auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren oder sterben. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach 18 Stunden ein weiteres eingeführt werden. Nee, wartet mal, war noch nicht fertig. Neue Fähigkeit. Du kannst Arbeiter in jeder Einrichtung zwingen, die nächsten 24 Stunden zu arbeiten. Der Einsatz der Notfallschicht wird die Unzufriedenheit steigern und die Unzufriedenheit steigt leicht an. Kampfarena. Neues Gebäude, Kampfarena. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Du musst eine Kampfarena bauen. Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Kostet 15 Holz. Wie viele kann man denn hier unterzeichnen? Das stellt sich mir jetzt wieder als Frage. Hört sich aber gut an. Bringt keinen Nachteil, außer dass ich das Ding irgendwo hinsetzen muss. Unterzeichnen. Oh, geht wohl scheinbar nur eins. Ja, es geht nur eins. Gut, dann weiß ich das nun auch. Hier geht's immer noch nicht weiter. Ein Ratschlag. Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Zieht das Friedhofgesetz oder das Gesetz zur Entsorgung von Leichen in Erwägung? Ja, darf ich denn da jetzt wieder reinschauen? Nein, darf ich nicht. Na, dann geht's halt nicht. Würde ja. Aber ist mir nicht gegönnt. Tut mir leid. Sorry. Da sind sie unterwegs, da laufen sie, da besorgen sie die Ware.
mehr Holz. Die Aufgabe für die Obdachlosen werde ich dann wohl nicht schaffen. Wie ich sehe, gibt es da andere Dinge, die wichtiger sind. Gesundheit, Sanitätsstation muss aufgestellt werden. Wir brauchen einen Jäger. 15 Rohnahrung pro Tag. Eine Einheit Rohnahrung ergibt 2 Standard-Essensrationen. Da kommen wir mit einer Jagdhütte und einem Speisehaus auf 30 Rationen. Wie viel braucht ihr? Weiß ich nun auch nicht. Tja, da kommt's erste Holz. Dann zuerst Gesundheit. 25. Oh, gleich so viel. Gewöhnliche Krankheiten werden hier behandelt. 5 Betten nur. Ja, sehe ich auch, wie viele krank sind. Ein Ratschlag. Kritischer Engpass. Die Anzahl der Kranken steigt und wir haben nicht genug Materialien, um eine Sanitätsstation zu errichten. Vielleicht könnten wir mit einer kurzen Schicht konzentrierter Anstrengung die nötigen Rohstoffe sammeln. Ja, ich kann doch nicht. Jetzt geht mir doch nicht auf den Senkel. Hab doch genug andere Probleme gerade. 4 Holz noch. Ran jetzt. Kommt. Sie waden durch den tiefen Schnee. Doch nicht lang, denn irgendwann da tun die Frostbeulen weh. 5 Kranke. Da sehe ich's doch. Ich Blindfisch. Oh, es ist soweit. Ich bin bereit. Setzen wir uns mal gleich mit ran hier. Wartet mal, den Weg. Hatten wir da nicht schon den Weg gesetzt? War das nicht so? Nein, war nicht so. Dann auf jeden Fall mal durchgezogen, das Ganze. Einmal nur bis dahin. 2 Holz. Soll jetzt nicht so viel sein. Darf ich euch verschieben? Wohl eher nicht, hm? Schauen wir uns später an. Jetzt dran die Hütte hier. Bau den Weg. Baut. Ach so, auf dem Weg kann ich noch... Ach so, gut. Dann sollte das so funktionieren. Aufgestellt, aufgebaut. Arbeitszeit 24 Stunden. Dieses Gebäude befindet sich im Bau. Wartet auf Arbeiter. Die sind unterwegs. Kann ich dir versichern. Versorge alle mit einer Unterkunft. Noch 62 Stück und baue eine Kampfarena. Ja, nicht so viel hier. Immer mit der Ruhe. Und wir brauchen noch Kohle. Mehr Kohle. Es steigt. Wir haben noch 18 Holz. 19. Dann wäre doch auch noch ein weiteres Zelt drin. Hier, gleich 2 Stück noch. 1 mit... da dran und 1 noch mit hier dran. Und an die Stelle, da kommt jetzt noch eine Straße wieder hin. Nee. Geht nicht? Wieso geht nicht? Dann machen wir es halt hier. Auch nicht. Ach, weil wieder kein Holz da ist. Ja, dann kümmert euch mal darum. Vielleicht will ich ja schon wieder zu viel hier am Anfang. Es macht mir ein bisschen Sorgen, dass hier die Ressourcen dann abgebaut sind. Okay. Das sind dann wohl scheinbar die endlosen Ressourcen. Dafür braucht man aber eine Kohlemine. Dafür... Moment, Kohle? Hier Eisen. Und wo holt man sich dann Holz?
Ja, gute Frage. Sehe ich jetzt so nicht. Er gibt sich vielleicht noch. Gut. Wie sieht's aus? Aufgestellt, wieso außer Betrieb? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Na, dann packen wir mal fünf gleich rein hier, wenn wir da noch welche zur Verfügung haben. Die Betten werden gefüllt. Nur noch zwei Kranke. Aber zu viele Obdachlose. Jetzt bitte, bitte, bitte die Straße hier dran. So, machen wir das. Eins, zwei und die nächsten Häuser. Da noch eins. Nicht genug? Na, dann warte ich noch einen Augenblick. Ich hoffe, ihr bringt mir da jetzt noch was ran, bevor ihr da wieder hier eure Freizeit nachgeht. Sieht wohl aber nicht danach aus. Das freut mich jetzt nicht wirklich. 30, 30 müssen noch. Nee, Moment. 32 müssen noch versorgt werden. Bräuchte ich noch zwei weitere Hütten. Wird nichts. Holz alle. Nicht mehr genug vorhanden. Wie kann ich denn überprüfen, ob es bei euch mit der Wärme stimmt? Ach da. Temperatur erträglich. Plus 1 Gebäudeisolierung und sehr geringes Risiko, krank zu werden. Das hört man doch gern. Lässt sich das dann irgendwie auch noch aufbauen, ausbauen? Betrieb stoppen. Demontieren? Nö, nö. Verschieben wäre schön. Aber das sehe ich jetzt nicht. Gut, Wirtschaft. Habe ich auch noch nicht reingeschaut. Kohlehaufen. Aha, täglicher Gewinn. Nur noch 12 von 15 Arbeiter beschäftigt. Ja, gut, könnte daran gelegen haben, dass da ein paar gestorben sind. Eventuell vielleicht. 15, 15, da nochmal zwei draufgepackt. Ne, Moment, keine Ingenieure. Nö, 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 nö. Die nehmen wir weg. Keine mehr zur Verfügung. Muss es so klappen? Alle Hütten aufgestellt. Naja, dann können wir an dieser Stelle wohl erstmal nichts mehr machen. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ob wir überleben, ob wir zurechtkommen in der rauen Eiswüste. Für heute sage ich jedoch vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.